blauäugig und blondschopfig wie ein Märchenwanderbursche. Busch ist Kämpfer gewesen. Wenn er nicht kämpfen konnte, war er niemand. Genosse Busch neigt zu Überheblichkeit. Im persönlichen Umgang eher schüchtern. Mit einer Kraft, die alles mitreißt, alles überspringt, alles umwirft. Der konsequenteste deutsche Schauspieler. Haben Sie je Ihre Verbindung mit einer Kirche gelöst? Ja. Geben Sie Einzelheiten und Gründe an. Religion ist Privatsache. Ein Pferd klagt an. Führen Sie alle Vergehen oder Verbrechen an, für welche Sie je verurteilt worden sind. Wegen Hochverrat. Ich zog meine Fuhre, trotz meiner Schwäche. Ich kam bis zur Frankfurter Allee. Dort denke ich noch, oh je, diese Schwäche. Wenn ich mich gehen lasse, kann's mir passieren, dass ich zusammenbreche. 10 Minuten später lagen nur noch meine Knochen auf der Straße. 1946, Vereinigungsparteitag. Der Ordner fragt jeden Eintretenden, Ihre Karte, Genosse? So auch einen abgemagerten Genossen in Lodenmantel und Baskenmütze dicht neben mir. Dieser, die Hände in den Taschen behaltend. Ich bin Ernst Busch. Der Ordner zurücktretend, bitte sehr, Genosse Busch. Wie könnten wir je vergessen das Land, darin wir unsere Besten gelassen? Das Land, das uns alle vereinigt fand, im Kämpfen, im Lieben und Hassen. Barcelona, 30. September 37, Hotel Victoria. Seit 4 Wochen bin ich wieder in Barcelona und in der Zeit habe ich ungefähr 20 Mal ins Mikro gebrüllt. Und jetzt kämpfe ich für die Interbrigaden, eine Serie Grammophonplatten herauszubringen. Dafür hatte er die auf Kriegsproduktion umgestellte Fabrik Gramola ausfindig gemacht, Graphit für den Plattenguss aufgetrieben, eine Singegruppe aus Rekonvaleszenten der Barcelonaer Hospitäler zusammengestellt und eingeübt, und nun lief sein Programm an. Mit den eisernen Brigaden, dein Herz voll Hass geladen, stand der Kommissar. Es war Anfang 1937. Wir hielten eine Ernst-Tillmann-Feier in einem kleinen Schlosse bei Madrid ab. Da saßen wir im Kreise um dich herum und im Laufe von 3 Stunden hattest du uns 3 Lieder deines Spanienkämpferbuches eingepaukt. Wir im fernen Vaterland geboren, Spaniens Himmel breitet seine Sterne sowie das Lied der Moorsoldaten. Meine Arbeit ist wirklich sehr schwierig und wenn ich nicht wüsste, warum ich eigentlich hier bin, würde ich den ganzen Krempel längst hingeschmissen haben. Mit der roten Fahne brech die Kette aus dem Kampf, das Heimatbataillon. Nach dem Singen gab es Bier. Dann bestiegen die verschiedenen Delegationen wieder ihre Lastwagen und kehrten in ihre Stellungen unter Spaniens Himmel zurück. "14 Monate Spanien. Laut meinem Notizkalender bin ich in dieser Zeit 53 Mal im Radio aufgetreten. Etwa über 40 Mal war ich bei den Brigaden, in Lazaretten, Kindergärten und Schulen. Ich hätte vielleicht noch viel mehr machen können, aber Kulturarbeit ist in einem Krieg nicht gerade die Hauptfront. Wir im fernen Vaterland geboren, nahmen nichts als Hass im Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren und
unsere Heimat ist heute vor Madrid. 203, Busch Ernst. War nicht an der Front, arbeitete teilweise im Kriegskommissariat der Interbrigaden und später im Antifa-Club in Barcelona. Busch war ein sehr arroganter Mensch, spielte sehr oft den Beleidigten, weil er in Spanien nicht so verherrlicht wurde, wie er sich eingebildet hatte. Sein Auftreten in Spanien war wie das einer Filmdiva. Doch das Land, mit dem wir gehofft und gebebt, das werden wir ewig lieben. Toller hat uns mit seinem Selbstmord keinen großen Gefallen getan. Es wäre nützlicher für uns gewesen und für ihn ruhmreicher, wenn er in Spanien gefallen wäre. Auf der Maifeier der SPD in Kiel habe ich im Jahre 1907 als siebenjähriger Junge zum ersten Mal »Es rettet uns kein höheres Wesen« allein vor hunderten Menschen Gesangverein Maurerharmonie singen müssen. Ende 1917, Distriktleiter der Arbeiterjugend Kiel-Jägersberg. Ob es das kommunistische Manifest war oder der kategorische Imperativ, wer das nicht auswendig konnte, mit dem haben wir nicht mehr diskutiert. 1925 auf dem Dach des Hauses, dessen Bretter eigentlich die Welt bedeuten, in Frankfurt-Oder. Wenn die Igel in der Abendstunde still nach ihren Mäusen gehen, hing auch ich verzückt an deinem Munde. Als er das erste Mal auftrat und einen Riesenbeifall hatte, sagte ich, Ernst, jetzt gehst du raus und verbeugst dich. Vor diesen Leuten soll ich mich verbeugen? Die sollen froh sein, dass sie mich hören dürfen. Bei der Reichstagswahl 1928 hatten die Berliner Sozialdemokraten eine saubere Idee. Sie verteilten auf ihren Kundgebungen Toilettseife mit dem Aufdruck »Wählt SPD«. Larifari-Programm, Februar 1929. Wir haben unsere Brüder mit Wahlkampfseife bedacht. Das tun wir das nächste Mal wieder. Es hat sich bezahlt gemacht. Für dieses gibt hier keine ehrlichen Flinten. Den Strick und einen Tritt. Von hinten. Ladies and Gentlemen, Sie haben gesehen, Kühnheit und Leichtsinn des Maggie Messer. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie durch die Klugheit eines liebenden Weibes die Dinge einen Verlauf nehmen, den selbst Sie nicht erwarten können. Seine ungeheure Popularität beim Arbeiterpublikum. Das waren oft rein politische Versammlungen, in denen man als Höhepunkt Busch auftreten ließ. Manchmal brauchte ich überhaupt nichts zu machen, nur mit dem Kopf zu nicken. In diesen Veranstaltungen war er Star. Einen Sechser in der Tasche, losen Stempelschein. Durch die Löcher der Kledage kiekt die Sonne rein. Dann nennt der Ansager zwei Namen, Busch und Eisler. Auf die Namen folgt sofort das Prasseln von Beifall. Es klingt, als liefen Elefanten über Reisig. Dich ergibt denn auch eine Abteilung in das Rabatin zum Paradies der Fürst. Wer beweisen will, zu welchen Spitzenleistungen die proletarische Kunst in Deutschland schon heute befähigt ist, muss diese beiden Künstler nennen. Er galt als Einzelgänger. Das Lied vom SA-Mann. Er arbeitete für die KPD, ohne ihr Mitglied zu sein, warb für die junge Volksbühne, schloss sich ihr aber nicht an. Marschierten matt und bleich, zusammen mit den Satten, in irgendein drittes Reich.
Amsterdam, Antwerpen, Emigrant am Scheldestrand, 1. Mai 1933. Oh, mich zieht's nach einem fernen Lande, wo die schlanke Tropenpalme prangt. El hombre lo que quiere es su pan, las habladurías le bastan ya, porque estas nada le dan. Oh, Susanna, etwas das von der Leer, darum hör mal nicht die Augen rot. Wir hatten ihre Platte, stellst du dir zum Stempeln an. Die hatte ich geliebt. Und dann habe ich sie wieder gehört. 1936 in München bei Axel von Ambesser. Er hatte Textilien in den Apparat gestopft, um den Schall zu dämpfen. Wir krochen fast in den Apparat. Aber wir hörten. Wir lebten ja nicht ohne Hoffnung in dieser irren Zeit. Wir lebten doppelt, weil wir hofften. Radio Komintern mit Erich Weinert, Moskau, 1935-36. Внимание! Говорит Москва, радиостанция РВ-1 имени Коминтерна. Vom Amur bis fern zum Donaustrande, von der Taiga bis zum Kaukasus, schreitet froh der Mensch in unserem Lande. Achtung, Achtung, beginnt der Rundfunkreporter der deutschen Sendung im Moskauer Radio. Sie hören jetzt aus dem überfüllten Kolonnensaal des Gewerkschaftshauses den deutschen Freiheitssänger Ernst Busch, begleitet von über 100 Kindern der Moskauer Schule Karl Liebknecht. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Внимание! Говорит Москва, радиостанция РВ-1 имени Коминтерна. Die Moorsoldaten. Das Lied unserer Kämpfer aus den deutschen Konzentrationslagern. Mein Freund Grischa spielte die Melodie. Dann kam ich und diktierte, wohin auch das Auge blicket, wohin auch das Auge blicket, wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Busch weiß mehr über die Verhältnisse als wir. Er wusste die Verhaftung früher als wir. Aber durch diesen Kontakt mit sehr verantwortlichen Parteiarbeitern wird immer vergessen, dass er Dinge hört, die er nicht zu hören braucht. Er redet wie ein altkluges Kind über Parteiverhältnisse. Das müsste liquidiert werden. Ich bin der Meinung, dass die mangelnde Parteiwachsamkeit im Falle Näher in großem Grade dem zuzuschreiben ist, dass es Russen sind, die in die höhere Parteisphäre hineinragen, was mir verschlossen ist. Die Näher hat sich unerhört darauf bezogen, dass sie mit Koltsow verkehrt. Sie hat mir deutlich zu spüren gegeben, welches Gewicht sie dadurch hat, durch diesen Verkehr. Dieses Gedicht schrieb Erich Weinert für die deutschen Arbeiter und Bauern zum 10. Jahrestag. Carola ist ganz schwach gewesen, als man sie bei uns rausgeholt hat. Also vor 40 Jahren. Aber vorher hat sie uns noch gebeten, wenn ihr hier rauskommt, kümmert euch um meinen Schorsch. Und hat uns nochmals gesagt, an wen wir uns wenden sollen. Ernst Busch und Gottfried Benn. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht,
ist der Krieg gegen dich, Rolin! Nach Spanien ging ich aus zwei Gründen. Erstens, man kann nicht jahrelang Arbeiterbauern im die Gewehre brüllen und dann, wenn es ernst damit wird, zu Hause bleiben. Zweitens, weil mir damals der Boden in Moskau zu heiß wurde. Noch nie gab es ein gerechteres Urteil. Das Urteil im Prozess gegen die Trotzkisten ist nicht nur ein gerechtes Urteil des Sowjetvolkes, es ist auch ein Urteil, das von allen Werktätigen der ganzen Welt verstanden und gutgeheißen wird. Ernst Busch. Pflanzt eure roten Fahne der Arbeit auf jeden Acker, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Zum Andenken an den Besuch des Kameraden Busch bei der Artillerie, Albacete. Madrid, vor dem Hotel Gaylord, 1937, Egon Erwin Kisch, Ernst Busch. 1937, Kommandantur Hans Kahle. Busch schmückt mit deutschen Genossen das Grab von Hans Beimler. Foto Maria Osten. März 38 Barcelona, Aufnahme Maria Osten mit Erich Weinert am Berg Tibidabo nach einem Bombardeo in der Wohnung Kolsow Maria Osten. What has happened? Brief an einen Freund in Moskau. Sind unsere guten Freunde wieder mal am Werk und wollen mich madig machen? Glaub ihnen wenigstens nur die Hälfte. Wer entkommen will, braucht Glück. Ohne Glück rettet sich keiner vor der Kälte, vor dem Hunger oder gar vor Menschen. Glück ist Hilfe. Ich habe viel Glück gehabt. Deshalb bin ich noch da. Abschied von Spanien. Viele ruhen in deiner Erde, aber diese Saat geht auf, regnet deine Tränen drauf, dass ihr Blut nun fruchtbar werde, an dem Tag, wo von den Höhen deine Siegesfahnen wehen, grüßen wir von Land zu Land, treu dem Geist, der uns verband. Nie wird dich vergessen, Schöne, der für deine Freiheit stritt. All die Liebe deiner Söhne tragen wir im Herzen mit. Ich verstehe wenig von Musik. Kaum kann ich einen C-Dur von einem G-Dur-Akkord unterscheiden. Aber ich verstehe etwas von Texten und wie man sie singen muss. Wir waren Verbrecher an Hitlers Staat und wir sind stolz auf unser Verbrechen. Wir waren die Jugend des Hochverrats. 1920 bis 1923 als Anfänger der Schauspielkunst an den Vereinigten Städtischen Bühnen zu Kiel. 1920 den Gessler in Tell gespielt, neben Gründgens als Harras. Lieber Ernst Busch, heute erfahre ich hier von deinem 60. Geburtstag. Nie hätte ich geglaubt, dass wir altersmäßig so nahe beieinander stehen.
Jedenfalls sollst du wissen, dass ich das Auf und Ab unseres Lebens, das uns unter dramatischeren Umständen zusammenführte, als wir es uns in Kiel träumen ließen, nie vergessen werde. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Und grüße dich sehr herzlich als dein Gustav Gründgens. Blut ist ein ganz besonderer Saft. 1943 erhielt Gustav Gründgens einen Kassiberbrief von Ernst Busch aus dem Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit. Busch bat Gründgens um Hilfe. Gründgens reichte dem Kammergericht eine schriftliche Erklärung ein, in der er für mich eingetreten ist. Was er damit in seiner Stellung riskierte, wird jedem klar sein. Gründgens tat dann aber noch ein Übriges. Er wandte sich an seinerzeit in Berlin sehr einflussreiche Rechtsanwälte, die für mich als Wahlverteidiger auftraten und auch von Herrn Gründgens bezahlt wurden. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Diese Rechtsanwälte kamen auf eine juristische Idee, die mir tatsächlich das Leben gerettet hat. Sie machten geltend, dass ich bereits am 27.04.1937 von den Nazis ausgebürgert worden war und somit nicht unter die erst später in Kraft getretenen scharfen Hochverrats- und Landesverratsbestimmungen fallen konnte, da ich ja zu der Zeit nicht mehr deutscher Staatsangehöriger war. Bedenk es wohl, wir werden's nicht vergessen. Als Gustav Gründgens 1945 verhaftet wurde, hat Busch sofort bei der sowjetischen Militärbehörde interveniert. Gustav Gründgens ist tatsächlich der Einzige gewesen, der für mich eingetreten ist und der mir indirekt das Leben gerettet hat. Ich bedauere es tief, dass er zurzeit sich als angeblicher Faschist in Haft befindet. Tatsächlich konnte er seine antifaschistische Einstellung nicht besser unter Beweis stellen, als er es in meinem Fall getan hat. Ernst Busch. Bedenk es wohl. Wir werden's nicht vergessen. Gustav Gründgens sagte einmal in jungen Jahren, dass er Ernst Busch um seine schauspielerischen Fähigkeiten beneide. Zuchthausballade. Den Hunger lehrt der Hass uns leichter tragen, das Schikanieren stärkt uns die Geduld. Doch soll uns keiner dieser Büttel später sagen, es war Befehl, es war nicht meine Schuld. Die da reden von Vergessen und die da reden von Verzeihen, all denen schlage man die Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Die neuen Antifaschisten, die böse sind, dass die Deutschen den Krieg verloren haben. Vorher Kraft durch Freude, Tagesgage mindestens 100 Mark. Jetzt klammern sie sich an die Lebensmittelverteilungsstelle. Was meinst du, wozu die Herren Künstler noch fähig sind? Wirst staunen, was die in den nächsten Jahren machen. Spanien, Juli 1936. Los Cuatro Generale. 1946. Es war ein Auftrag der sowjetischen Militäradministration, den Spanienkämpfern zur 10-jährigen Wiederkehr des Spanischen Bürgerkriegs ein Geschenk zu machen. Ich habe mich bereit erklärt, trotz meiner Gesichtslähmung, die Lieder der Interbrigaden zu singen und die Platten so herauszubringen, wie ich sie 1938 in Barcelona herausgebracht hatte und wie sie heute in der ganzen Welt, außer in Deutschland, bekannt sind. Die Versuche waren absolut negativ. Keiner der anwesenden Techniker und Produktionsleiter wusste, worum es eigentlich ging. Der Erfolg war dementsprechend. Wir haben nichts auf die Platte gebracht. Los Cuatro Generale. Los Cuatro Generale. Plötzlich verstummte er. Los Cuatro Generales, Mamita mia. In der nun einsetzenden Stille konnte man nur noch hören, wie der lässig am Klavier sitzende Pianist mit zwei Fingern etwas vor sich hinspielte. Weißt du, was er spielt? Ich sah ihn fragend an. Er nickte. Ja, du irrst dich nicht. Das Horst-Wessel-Lied. Ziegen die großen Räuber jetzt zu Felde und fällt sie allesamt und fällt sie bald. Ernst Busch. Kriecht hervor aus eurer Not. Erst wenn wir uns selbst drum kümmern, wächst in Frieden unser Brot.
Die Nationalhymne dürfe ich nicht kreieren, sagte mir Eisler, weil es den bürgerlichen Blockparteien nicht zugemutet werden könne, von einem proletarischen Sänger diese Hymne zu hören. Drum links, zwei, drei, wo dein Platz genommen ist. Rein, rein in die Arbeitereinheitsflock, weil du auch ein Arbeiter bist. Wie nannte man mich doch vor 1933? Jung Siegfried der KPD, aber auch für den findet sich ein Haken, Tronje. Ich kenne ihn auch schon, den Eiferer. Der erste Probewurf traf noch die Hornhaut, aber das Lindenblatt ist schon heruntergefallen. Der nächste Wurf wird sitzen. Mein lieber Hans Eisler, es tut mir herzlich leid, dass wir uns durch die tausendjährige Trennung so auseinandergewirtschaftet haben. Dennoch halte ich es nicht für ganz glücklich, wenn wir dies mit allen unseren Schmerzen und in aller Öffentlichkeit kundtun. Ich schlage also vor, so lange mit den Aufnahmen auszusetzen, bis wir uns selbst über die Art und den Stil der Lieder einig geworden sind. Schon am anderen Tag ging ein Freudengeheul durch das Haus in der Masurenallee. Endlich hat dieser Busch mal eins in die Fresse gekriegt. Hoffentlich so, dass ihm auch jetzt seine zweite Backe lahmt und ihr für immer das Maul hält. Dass mir von den 1000 Mitgliedern dieses Hauses 997 keine Träne nachweinen, war mir bekannt. Kaum war ich dann nämlich zusammengebrochen, der Kutscher lief zum Telefon, da stürzten aus den Häusern schon hungrige Menschen, um ein Pfund Fleisch zu erben, rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen. Und ich lebte überhaupt noch und war gar nicht fertig mit dem Sterben. Hans Beimler Kamerad, Hans Beimler Kamerad, gefallen von Madrid für die Sache der Freiheit. Dezember 1936. Wir müssen drei Tanzplatten verkaufen, um eine Schallplatte mit fortschrittlichen Liedern ohne Altmaterialabgabe liefern zu können. Du bist der wahre Volkssänger. Glückwunsch des Parteivorstandes der SED an Ernst Busch. Womit wir die Hoffnung verbinden, dich noch recht viele Jahre zu hören und zu sehen. So, lieber Ernst Busch, alles Gute zu deinem 50. Geburtstage. Unser beider Schatten sah wie einer aus, dass wir sehr lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Im Herbst 1948 schlug ich der Partei zum vierten Mal vor, aus der Lied der Zeit GmbH einen Partei- oder VEB-Betrieb zu machen. Dann kam Befehl, ins Feld zu gehen. Die von mir vorgebrachte Forderung, mich aus dem Betrieb zu entlassen, wurde verschoben. Du bliebst bei der Laterne stehen mit meinem Kind Marleen. Wie ich höre, werden gegen Ernst Buschs Umdichtung des Lieds Lilli Marleen Einwände erhoben. Ich fände es schade, wenn diese sehr schöne Umdichtung nicht popularisiert würde. Anlässlich der Weltfestspiele 1951 beschloss der Zentralrat der FDJ, dass eine Platte mit den Hymnen aller Nationen herauskommen solle. Verantwortlich dafür war ein Mitarbeiter des Zentralrats. Busch befragte diesen, woher er das Notenmaterial habe. Der Mitarbeiter gab an, dass das die Nationalhymnen aus dem Jahre 1936 seien, die damals zur Berliner Olympiade hergestellt worden sind. Busch verwahrte sich dagegen und bestand darauf, dass die spanische Hymne und andere Nationalhymnen reaktionärer Regierungen nicht produziert werden sollten. Im Lied der Zeit kommen solche faschistischen Nationalhymnen nicht heraus. Der Mitarbeiter gab an, dass er einen Beschluss des Zentralrats der FDJ auszuführen habe. Darauf erklärte Busch, der Zentralrat könne ihn am Arsch lecken. Im Lied der Zeit kommen solche faschistischen Nationalhymnen nicht heraus. Diese Äußerung soll später entstellt worden sein, in dem Sinn, dass sie sich auf die Partei allgemein bzw. auf das Politbüro bezogen haben soll. Ich bin für die Produktion verantwortlich. Ich lasse mir keine Kuckuckseier ins Nest legen. Der Zentralrat soll mich am Arsch lecken.
Busch schenkt mir Barlachs Totenbild. Lieber Bertolt Brecht, gleich bei der ersten Besprechung baten wir darum, von einer Nennung Ernst Busch in der Kantate Herrenburger Bericht abzusehen. Und wir auch nicht interessiert sind, durch die Arbeit der FDJ Ernst Busch über das bekannte Maß heraus zu popularisieren. Freundschaft, Erich Honecker. Lieber Erich Honecker, ich kann mir wirklich nicht denken, was gegen die Nennung des Namens Ernst Buschs in einem Kinderlied sprechen könnte. Brecht. Da spielte Honecker seinen Trumpf aus und sagte, ja, da wisst ihr wohl nicht, was der Busch sich geleistet hat. Busch hat vor allen Leuten gesagt, das Zentralkomitee soll mich am Arsch lecken. Bei der Aufführung der Kantate wurde das Kinderlied ausgelassen. Das Textheft erschien ohne die Verszeile. Brecht hat sie handschriftlich eingefügt, als er dem Doktoranden Ernst Schumacher ein Exemplar schenkte. Wir sind nur dabei. Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie. Kaderabteilung des Zentralkomitees der SED. Bei einem Besuch im Lied der Zeit habe ihm der Genosse Wilhelm Pieck beim Verabschieden gesagt, nicht wahr, Ernst, dass das Zentralkomitee dich am Arsch lecken kann, das ist doch wohl nur so herausgerutscht. Das ist schamlose Verleumdung. Solche Bemerkungen rutschen mir auch nicht einmal im Zorn durch die Zähne. Aber scheinbar kennt der Zentralrat der FDJ schon nicht mehr den Unterschied zwischen sich und dem Politbüro. Oder wer sonst will durch diese infame Lüge mich zu einem Anarchisten stempeln? Ich dachte, Antwort zu bekommen auf die Fragen, die ich Ihnen, verehrter Präsident, unterbreitet hatte. Wer mir das Götz-Zitat für das ZK in den Mund legte, ob es dem Genossen Honecker erlaubt ist, zu sagen, dass die FDJ kein Interesse daran hat, die Popularität von Busch über das bekannte Maß hinaus zu vergrößern. Ich glaubte immer, die Partei würde selbst den Mut aufbringen, diesen Lügen und Diffamierungen ein Ende zu machen. Es geschah nicht. So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt die Partei, die Partei. Wenn die Partei mir nicht helfen will, diese Verleumdung aufzuklären, dann ist es besser, dass ich nicht Parteimitglied bin. Wenn uns das Gute gelingt, wenn man den Ärmsten der Erde Freiheit und Frieden erzwingt. Die Partei, die hat immer recht. Bei Ernst Busch in der Rolle von Julius Futschig hat man das Gefühl, er wird zum Begriff der Partei, zu ihrer Personifikation. Den Genossen, die diese letzte Schlacht überleben und die nach uns kommen, drücke ich fest die Hand. Julius Futschig, Ernst Busch, Berlin 1952. Er erzählte einmal, zum Pfingsttreffen 1951 habe er der FDJ ein paar tausend Schallplatten geschenkt. Aber der Zentralrat hat die Platten das Stück zu 2 Mark verscheuert, statt sie an die Festivalteilnehmer zu verteilen. Daraufhin sei er zu Erich Honecker gegangen und habe ihm eine Ohrfeige verpasst. Majakowski, man hat mich einst verleumdet und die Wirkung dauert. Ach, Alexander Sergejitsch, verachten wir den Lügendunst. Recht das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte, du Hengst! Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links!
Achtung, Achtung, ich bin jetzt 2 Tage über 60. Ich kann jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag, jede Stunde sterben. Eigentlich sterbe ich ganz gern. Ich habe keine Lust mehr. Der 20. Kongress der KPDSU 1956 hat mir viel Kummer gemacht. Warum betteln wir immer um die Anerkennung? Zeigen wir ihnen doch, dass wir mehr leisten in Kunst und Wissenschaft und Technik. Dass wir die Güter der Erde gerechter verteilen. Dass die Gerechtigkeit vom Volk ausgeht und dass wir willens sind, den Frieden zu wahren mit ganzer Kraft. Seid euch bewusst der Macht. Hätten meine sowjetischen Freunde gesagt, hört mal zu, ihr Deutschländer, diesseits und jenseits der Elbe, hört mal genau zu. Ihr habt 2 Weltkriege vom Zaun gebrochen und 2-mal verloren. Jetzt stehen wir an der Elbe und sorgen dafür, dass euch nicht zum 3. Mal einfällt, die Welt in Asche zu legen. Und wenn ihr keine Vernunft annehmt, stehen wir dort bis zum Jahr 2000. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ. Lieber Kollege von der Sommerschmiere, vorerst will ich von Ihnen wissen, ob in diesem Land noch die Gerechtigkeit oder die Bestechlichkeit das Vorrecht hat. Die Toten ruhen und was noch nicht gestorben ist. Es interessiert mich nicht, ob der Knabe das kommunistische Manifest auswendig kann. Ich will wissen, ob der Mann politische Wurzeln ziehen kann. Das macht sich auf die Socken nun. Galilei. Premiere 15.01.57, Proben mit Brecht, 56, vom 14.12.55 bis 8.04.56. 81 Proben mit Erich Engel, 14.10.56 bis 15.01.57. 242 Vorstellungen, die letzte 2.12.61. Aber den Punkt zu finden und den Leuten immer wieder auf den Nerv zu treffen, das fehlt uns. Deshalb kommen wir an die Leute nicht heran. Wir treffen doch gar nicht den Nerv. Man muss es so machen, dass man wirklich die 24. Parkettreihe erreicht und sich für die erste schminkt. Aber das ist doch mehr als eine technische Angelegenheit. Da muss man die Klaviatur in der Brust ein bisschen größer machen. Aber die ist meist sehr eng. Nein, ich bin genauso Partei wie du. Aber ich will meine Sache so durchsetzen, dass sie auch wirklich glänzt und brilliert. Was die mir da anschleppen, das sind tote Mäuse. Die kann ich nicht brauchen. Und wir sahen hin, was er neben uns einer von uns mit der Fahne machte. 20 Jahre in der Bewegung. Arbeiter, Revolutionär. Am 1. Mai 1905 vormittags. 11 Uhr an der Ecke des Erlöser Boulevards im entscheidenden Augenblick. Er sagte: Ich gebe es nicht weg. Es wird nicht mehr verhandelt. Gut, sagten wir. So ist es recht. Jetzt ist alles in Ordnung. Ja, sagte er und fiel vornüber auf sein Gesicht. Denn sie hatten ihn schon abgeschossen. Mit den Theorien in der Kunst hat es denselben Haken wie mit Rezepten in der Medizin. Und daran zu glauben, muss man schon krank sein. Bei Herrn Ernst Busch, geboren am 22.01.1900, handelt es sich um eine im November 1943 zugezogene traumatische Schädigung des Nervus facialis. Patient befand sich als politischer Häftling im Gefängnis Moabit und wurde dort Opfer eines Bombenangriffes. Er lag tagelang bewusstlos. Eine 2-Zentner-Bombe fiel in den Hof des Untersuchungsgefängnis Moabit. Ich flog von der Pritsche durch die Zelle. Einige Tage später wachte ich wieder auf im Gefängnislazarett mit verbundenem Kopf. Ein Gefängniswärter und ein Arzt in weißem Kittel am Bett. Na, wie geht's denn unserem Monsieur Schiefmaul? Und so blieb es denn bei 7 Jahren Zuchthaus, weil der Angeklagte nach ärztlichem Befund doch nicht mehr imstande sei, seinen Beruf als Sänger oder Schauspieler auszuüben. Patient musste am 22.03.59 mitten in der Vorstellung wegen Verschlechterung seiner Facialis-Parese die Vorstellung abbrechen und sich sofort in ärztliche Behandlung begeben. Schlussfolgerung: Eine traumatische Lähmung der linksseitigen mimischen Gesichtsmuskulatur in Verbindung mit einer Hörverschlechterung links und einem Ohrdauergeräusch fordern von Herrn Ernst Busch seit 30 Jahren eine ungewöhnliche erhöhte Konzentrationsleistung auf den zu sprechenden oder zu singenden Text wie auf das Überspielen seiner neurologischen Störung.
Wenn sich die Wipfel neigen, allabendlich im Wind, dann gehen durch unser Schweigen sie, die gefallen sind. An diesem 22. November 1943 in Moabit erhielt ich den härtesten K.O.-Schlag meines Lebens. Einige leichtere, aber zutiefst kränkende gaben mir einige Mitglieder der KP und SED. Die Wohnung hatte zwei Zimmer und eine Küche. Aber ein Zimmer, die sogenannte gute Stube, hatten wir vermietet. Unsere ganze Familie wohnte in dem anderen Zimmer. Darin standen zwei Betten. In dem einen schliefen meine Eltern, in dem anderen wir drei Kinder, meine Schwester, mein Bruder und ich. Die Hauptsache in dem Zimmer aber war die Singernähmaschine meiner Mutter. Sie nähte beinahe ununterbrochen darauf, auch nachts, wenn wir Kinder schliefen. Gegessen wurde in der Küche. Das Fenster der Küche ging zum Hof hinaus. Der Hof war klein und dunkel. Man sah auf die Rückseite eines großen Hauses, dessen Wand mit Teer bestrichen war. Aus einem Brief des Rundfunkkommentators Eduard von Schnitzler erfuhr ich im Jahr 1953, dass der Intendant des staatlichen Rundfunkkomitees eine Sitzung mit folgenden Worten eröffnete. Es ist eine Sauerei, dass heute noch Buschplatten über den Äther gehen. Herr Busch hat sich geweigert, seine Parteiüberprüfung zu machen und ist deshalb aus der Partei ausgeschlossen worden. Daraufhin kamen die Platten in den Giftschrank. Wie Gespenster. Ja, musst du denn im Hinterhause kleben, da fällt zu wenig Sonne herein. Auch du. Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten, August 1952. Die politische Situation bei Lied der Zeit wurde maßgeblich bestimmt durch den derzeitigen künstlerischen und Gesamtleiter, Nationalpreisträger Ernst Busch. Die gesamte bisherige Produktionsplanung lässt deutlich eine stark sektiererische Einstellung zur Kunstpolitik der Deutschen Demokratischen Republik erkennen. Im Mittelpunkt standen Musik- und Liedaufnahmen im Stil polit-goethischer Songs aus der Zeit vor 1933. Andererseits sind aber auch rechtsopportunistische Tendenzen festzustellen. So zum Beispiel gibt es mehrere Liedplatten, die ganze Strecken heißester Jazzmusik enthalten. Zum Beispiel das Lied Ami Go Home. Ami lernt die Melodie von der Jungfrau Lorelei, die dort oben sitzt und kämmt ihr goldenes Haar. Der Musikleiter des Rundfunks, Professor Pischner, ging so weit, seine Mitarbeiter vor dem Verkehr mit Busch und Eisler zu warnen. Mein Sohn, lass es dir von deiner Mutter sagen. Auf dich wartet ein Leben schlimmer als die Pest. Aber sie hat dich nicht dazu ausgetragen, dass du dir das einmal ruhig gefallen lässt. Juni 1953, Akademie der Künste, Anruf Brecht. Am 17. Juni die musikalischen Pausen im Rundfunk mit revolutionären Gesängen mit Eisler und Zwischentexten von Brecht zu übernehmen. Ich hatte 60 Lieder bereit liegen und habe von morgens bis zum Abend gewartet mit Eisler. Aber das dreimalige Angebot dreier Nationalpreisträger wurde nicht angenommen. Es wurden Donauwellenwalzer und Rosen aus dem Süden gespielt.
Eisler und ich fuhren nach Hause. Beim Abschied sagte er, verzeih mir, du hast recht. Spiel deinen Fucik, deinen Jago und Mephisto. Ich werde dich nicht mehr beknien, dass du noch irgendwie in einer Veranstaltung singst. Lieber Ernesto, lass dich umarmen. Lass dich herzlich grüßen und versprich mir, dass du die verfluchten Bänder bald machst. Deine Lieder werden gebraucht und du darfst nicht zulassen, dass sie wegen irgendwelcher Scheißkerle, die morgen kein Mensch mehr kennt, nicht produziert werden. Sehr geehrter Herr Staatspräsident, vielleicht wissen Sie es oder wissen es auch nicht, dass ich seit 4 Jahren nicht mehr singe. Aus dem Katalog der einzigen Schallplattengesellschaft der DDR erfuhr ich, dass von den von mir aufgenommenen Liedern und musikalischen Stücken über 20 Nummern gestrichen wurden. Davon das Solidaritätslied, Lieder der Spanienkämpfer, Jarama-Front, Hans Beimler, um nur einige zu nennen, Moorsoldaten, der Revoluzer. Und so sehen Sie mich als vollkommen unpolitischen Schauspieler meine klassischen Rollen wiederholen, die ich vor 30 Jahren schon gespielt habe. Die überzeugende Stimme wurde still und stiller. Musste das sein? Was willst du machen, wenn Genossen dir den Mund zuhalten? Feinden kannst du in die Hand beißen, wenn sie es tun. Über Genossen kannst du dich allenfalls beschweren. Aber das hilft nichts, wenn sie mächtig genug sind, jeden Brief verschwinden lassen zu können. Dabei sitzt der Mann die ganze Zeit in Berlin im Vollbesitz seiner Schaffenskraft. Aber die kannte ich doch von früher, die Leute. Die brachten mir Säcke gegen die Fliegen doch. Schenkten mir altes Brot und ermahnten meinen Kutscher, sanft mit mir umzugehen. Einst mir so freundlich und mir so feindlich heute. Plötzlich waren sie wie ausgewechselt, ach, was war mit ihnen geschehen? SED-Parteikonferenz. Wandel wollte mich überzeugen, man müsste auch vergessen können. Aber ich kann nicht singen, wenn ich hinter mir Leute weiß, die mir am liebsten eine Schlinge um den Hals legen würden. Zum Schreien kann man mich noch bringen, aber nicht mehr zum Singen. Nach 10 Jahren Schweigen, 63-jährig, konnte er sein Lebenswerk in Angriff nehmen. Eine Chronik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Liedern und Balladen. Liebe Helly, ich glaube, es ist in deinem Sinn, wenn ich alle deinen Freunden und Genossen ein Lied von unserem gemeinsamen Freund Erich Mühsam singe. Ehrung der Toten. Wem die Sonne nicht mehr scheint, kann die Liebe missen. 6. Dezember 1970. Mein linkes Ohr summt mehr, als ich drauf höre. Das linke Auge klebt, die Backe lahmt. Meine Stimmbänder scheppern, wie 2 verrostete Degen klingen. Sie schimmern grau und zeigen Blasen auf den Rändern. Aber nehmt des Toten Schwert, führt den Kampf zu Ende. Wollt ihr denen Gutes tun, die der Tod getroffen? Spanien-Kundgebung am Montclamotte, Friedrichshain, Oktober 1971. Aber der Franco in Neues Deutschland tut weh, oh weh, so weh. O weh, e b, so weh. Am Jarama, Februar 1937. Mit dieser Ausgabe von alten und neuen Aufnahmen der Spanienlieder grüße ich meine toten Freunde Maria Osten und Michael Kolsow. Lasst schweigen die anderen Lieder. Nur mit ihrer Hilfe war es mir möglich, damals 1937-38 in Barcelona die Canciones de las Brigadas Internacionales auf Platten herauszubringen.
Berlin im März 1963, Ernst Busch. Wie viele auch fielen an unserem Damm, zerschellten die Legionäre. Michail Koltsow, Chefkorrespondent der Pravda. Er hat Busch aus Moskau weggeholt nach Spanien. Maria Osten von der Deutschen Zentralzeitung in Moskau. Sie hat Busch auf seiner Tournee durch die Sowjetunion betreut. Mit ihr zusammen kam Busch nach Spanien. Wäre ihm diese Seite jetzt nicht genehmigt worden, erklärte Busch, dann hätte er die Spanienlieder nicht herausgebracht. Nicht ohne diese Widmung an seine toten Genossen. Lieber Ernst Busch, im Namen von wenigen Angehörigen von Maria Osten, deren Nichte ich bin, danke ich Ihnen für die Grüße an Maria, die Sie mit der schönen Ausgabe der Spanienlieder an die Öffentlichkeit gebracht haben. 1942 war bei uns zu Hause auf dem Hof in Hinterpommern, wo Maria auch groß geworden ist, die Gestapo. Es gab Durchsuchungen und Verhöre Marias wegen und dann war alles ruhig um sie, bis nach 1945 alle hofften, sie muss doch wiederkommen. Wenn Sie uns noch irgendetwas über Maria berichten würden, was Sie über Ihr Leben von 1933 an wissen, wären wir Ihnen sehr dankbar. Ich drücke Ihnen in Dankbarkeit die Hand, Ihre Dorothea Meyer. In seinen letzten Lebensjahren, als sein Geist verwirrt war, soll er sich in den Nächten erhoben haben, er müsse die Toten ausgraben gehen. Eine Freundin der Familie erteilte diesen Rat. Ich würde versuchen, ihn zum Zeichnen zu bringen. Wenn er zeichnen oder malen würde, könnte er vielleicht die schlimmen und zerstörenden Bilder, die in ihm sind, aus sich heraus projizieren und sie auf diese Weise loswerden. Und dann könnten sie aufhören, als Zwangsvorstellungen seinen Geist noch weiter zu zerstören. Der revolutionäre Sänger Ernst Busch war einer der ersten, die nach Nederland uitweek. Sein großes Succes war das Solidaritätslied. Drum zusammen, trolle Zaren, greift auf uns kein Eidje Not. Lass je Weg von Leid nu fahren, diese Dach vor unten rot. Vorwärts, wenn nicht vergeten, was die Kraft ist von unseren Streit. Bei Hungern entbeeten, vorwärts, wenn nicht vergeten, des Solidarität. Ob je noch ein Bahnenbrot hebt, kreck je van de steun ins Heim. Zugvögel, Schwäne, Schwalben und Störche, Wachteln, Kraniche und Wildenten. Ob Walter Poller noch lebt? Klassenfeind, 10 Minuten 30 Sekunden, Brot des Volkes, 1 Minute 30 Sekunden, verjagt mit gutem Grund, 1 Minute 35 Sekunden, Mike, 2 Minuten 20 Sekunden, Every No, 6 Minuten, Zukunftslied, 2 Minuten 25 Sekunden. Mit guten, breiten Zwischenrillen, Jurachitisch, kurzatmig. Zu sehr in den Raum, ins Weltall. Lieber Grisha, wir sehen uns wohl nicht wieder. Das bürgerlich Schlagende, Verlogene, Verschlagene, Verschlagen und Böse wie nie. Dann trefft ihr es mitten ins Herz, das Fettherz, das Fettherz. Ich hatte damals das Gefühl, dem Freund zu helfen. Als ich in seinem Arbeitszimmer 4 Stunden lang im Sessel vor dem kleinen Tisch saß, bis sein Zorn sich ausgetobt hatte und ich ihn bewegen konnte, mir seine alten Platten vorzuspielen. Da war er wieder der ruhige, disziplinierte Kommunist, dem man äußerlich nichts anmerkte. Das Brot des Volkes, die Gerechtigkeit ist das Brot des Volkes. Genosse Busch ist jedoch,
was die Frage des Rechts oder Unrechts seiner Behandlung betrifft, genau noch so trotzig wie eh und je. Und hat eine Vorstellung, dass seine Angelegenheit nur auf regulärem Parteiweg erledigt werden kann. Es ist manchmal reichlich. Es ist manchmal karg. Die interne Regelung brauchte nicht öffentlich erwähnt zu werden. Es schmeckt manchmal gut. Es schmeckt manchmal schlecht. Es wäre jedoch sehr angebracht, wenn vor der Aushändigung des Parteidokuments mit Genossen Ernst Busch gesprochen würde, damit er auch seinerseits nicht die alten Fragen aufwirft. Wenn das Brot karg ist, herrscht Hunger. Wenn das Brot schlecht ist, herrscht Unzufriedenheit. 20 Jahre lang haben die eisernen Genossen einen Bogen um mich gemacht und sind auf die andere Straßenseite geflüchtet, wenn sie mich von weitem sahen. Heute, nachdem ich den Leninorden bekommen, schenkt man mir ein Parteibuch mit 20 Jahren geklebten Marken und alle kommen und schlagen mir auf die Schulter. Na, wie geht's, Genosse Busch? Weg mit der schlechten Gerechtigkeit. Der lieblos gebackenen, der kenntnislos gekneteten, der altbackenen Gerechtigkeit, die zu spät kommt. Es brachte die Welt zum Blühen, das Blut der Sowjetunion. Es schmeckt mir nicht, dass ich nach 20 Jahren Quarantäne als Begnadigter herumlaufe. Ich will beweisen, dass man mich grundlos schlug. Sämtliche Titel, die ich für den Funk gemacht habe, mit Chor und großem Orchester, sind 1953 vernichtet worden. Wie das tägliche Brot nötig ist, ist die tägliche Gerechtigkeit nötig. Ja, sie ist nötig mehrmals am Tage. Meine Kopfverletzung hat mein Gedächtnisvermögen durcheinandergebracht. Das ewige Rauschen im Ohr macht mich langsam, aber sicher mürbe. Die 30 Zeilen von Brechts Brot des Volkes laufen mir durcheinander. 22. Mai 1977. Da also das Brot der Gerechtigkeit so wichtig ist, wer Freunde soll es backen? Wer backt das andere Brot? Da fragte ich mich, was für eine Kälte muss über die Leute gekommen sein? Wer schlägt da so auf sie ein? Dass sie jetzt so durch und durch erkaltet, so helft ihnen doch und tut das in Bälde, sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich.